Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Return to Monkey Island. Wir sind gerade auf Bermuda und sollen zur Königin gekrönt werden. Ja, zur Königin, ihr habt richtig gehört. Und wir dürfen hier wahrscheinlich jetzt gerade unsere Ansprache halten. Soll ich mich auf den Thron setzen oder so? Wird es Essen geben oder nicht? Was das nicht aus rohem Fisch besteht, können wir zuerst die Krone übergeben. Ich habe noch etwas zu erledigen. So. Soll ich mich auf den Thron setzen oder so? Es gibt einige übliche Gelübde. Gelübde? Niemand hat ein Gelübde erwähnt. Werdet ihr die Ehre und Würde von Bermuda in jedem eurer Gedanken und Taten treu aufrechterhalten? Sicher. Ja, okay, komm. Warum nicht? Und werdet ihr versprechen, die Gesetze von Bermuda durchzusetzen und zu befolgen? Natürlich. Natürlich. Schwört ihr, das Volk von Bermuda zu verteidigen und zu beschützen, notfalls unter Einsatz eures eigenen Lebens oder eurer Gliedmaßen? Ja. Okay, ich denke schon. Und werdet ihr alle Herausforderungen an eure Herzhaftigkeit, eure Ernsthaftigkeit und eure Intelligenz mit Anstand annehmen? Gern. Gern? Nun gut. Bürger von Bermuda, ihre neue Königin. Guybrush Threepwood. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du meinen Rat willst... Her mit der Krone! Ich hoffe, du magst es, deine ganze Zeit mit den drei Wettbewerben zu verbringen. Denn das ist jetzt dein Job. Ich schreibe jetzt meine Memoir. Oh. Krone kaputt. Ich glaube, wir werden jetzt verjagt. Der Richter sieht nicht freundlich aus. Als eure Königin? Okay, habe ich beschlossen, die Regierung als ein von den Arbeitern geführtes Kollektiv umzugestalten. Monarchie abzuschaffen, stattdessen die totale Anarchie einzuführen. Aha. Möchte ich euch sagen, dass wir alle auf unsere eigene Art und Weise Königin sind. Ja, komm, das machen wir mal. Möchte ich euch sagen, dass wir alle auf unsere eigene Art und Weise Königinnen sind. Deshalb habe ich die Krone symbolisch zerstört. Warum nehmt ihr nicht alle einen Schlüssel? Du bekommst einen Schlüssel. Und du bekommst einen. Und du! Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss noch woanders hin. Das ist eine Sammelkarte. Da war eine Sammelkarte. Verdammt, ich wollte die haben. Okay. Threepwood hat alle Schlüssel! Ja, Captain, er hat gerade den letzten geborgen. Setze die Segel Richtung Mealy Island! Was ist mit meinem Zauberspruch? Er ist fast fertig. Ich bin sicher, dass ich später eine Verwendung dafür finden werde. Ich fürchte, dasselbe kann ich von dir nicht behaupten. Du hintergehst mich. Ich bin diejenige, die das tut. Aber ich respektiere das Talent anderer. Das könnte zur Eskalation kommen. Die Karte ist... Nee, sie ist nicht weg. Da ist sie. Es könnte interessant werden jetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. So, erstmal... Ja, den Schlüssel brauchen wir nicht bewundern. Wir gucken uns die Quizkarte an. An der Tür des Toilettenhäuschens ist ein Warnschild, ein Mond, eine Piratenflagge... Nee, ein Mond war das, glaube ich. Ja, ganz am Anfang in der Vorgeschichte mit dem Kleinen. Ja, schön. Kann ich nochmal rein? Jetzt, wo ich Königin bin, lasse ich das Schloss gründlich reinigen. Mit viel kochend heißem Wasser. Das sollte genügen. Natürlich. Gucken wir kurz zum Steinbruch. Vielleicht ist auch noch eine Karte. Jetzt haben wir ja Zeit, ne? Ich denke schon. Es gibt jetzt ja keine offenen Rätsel, glaube ich, gerade. Hier liegt aber nichts rum. Können wir mit ihm noch quatschen? Als ihre Königin verlange ich, dass sie mich in den Steinbruch lassen. Es ist nicht ihr Steinbruch, eure Majestät. Es ist eine Bundeseinrichtung, die vom 673. Bezirksgericht beaufsichtigt wird. Oh. Okay. Man kann ja gar nichts als Königin hier bestimmen. Aber wir können doch mal eben kurz im Stadtzentrum rumgucken und als Königin ein bisschen, ja weiß nicht, Unfrieden stiften. Mal gucken. Den Richter nochmal besuchen? Der ist aber anscheinend ja nicht da. Der ist ja im Eispalast. Zumindest war er eben noch im Eispalast. Mal gucken. Ist der jetzt weg? Nee, er ist da. Wollen wir mal ansprechen?
Darf ich an den Tisch herantreten, Euer Ehren? Der Königin von Bermuda ist es immer erlaubt, an den Tisch heranzutreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Okay. Ich habe keine Angelegenheiten mit dem Gericht, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Okay. Das ist so ein komischer Typ, ne? Gehen wir einmal kurz hier reingucken. Vielleicht will uns ja jemand herausfordern. Also hier hat sich auch nichts verändert, wie es aussieht. Ich will nur mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo eine Karte rumhängt. Oh, da ist jetzt ein Bild von mir. Geil. Ich habe das Gefühl, dass jemand hier meine Krönung nicht zu schätzen gewusst hat. Na, ich finde, das sieht sehr gut aus, das Bild. Ja gut, dann ist hier halt nichts mehr los. Ich denke mal, Bermuda ist dann auch komplett erledigt. Es würde mich jetzt schon freuen, wenn wir noch ein neues Gebiet kennenlernen. Oh nein, er segelt automatisch. Oh, kommen wir jetzt Richtung Finale? Das wäre mir schon schade, ne? Dann ist der Part auch sehr kurz, sehe ich gerade. Aber wir gucken mal. Puh. Tja. Nichts mehr hier. Bin ein bisschen wehmütig, weil ich Angst habe, dass das Spiel gleich vorbei ist. Das wäre sehr schade. Aber irgendwas muss ja noch kommen, ne? Ja, komm, wir gehen jetzt hier rein. Oh, der ist gar nicht mehr verzaubert. Na gut, dann machen wir das jetzt. Wir packen jetzt den letzten Schlüssel rein und gucken, was passiert. Es ist kitschiger, als ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem schön. Eine goldene Kiste mit Schlüsselloch. Okay. Ich habe nicht wirklich an die Möglichkeit eines weiteren Schlosses gedacht. Das ist etwas übertrieben. Ach, da ist keine Seriennummer. Schade aber auch. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Wo hat er den her? Aha. Okay, das ist kein Problem. Ich betrachte es als ein Rätsel. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich an irgendeiner offenen Seite. Das ist kein Problem. Ich rede mit. Ja, warte. Ja, ich mach das. Das ist kein Problem. Ich betrachte es als ein Rätsel. Creep Word! Ups. Jetzt haben wir ein Problem. Nein! LeChuck. Mein alter Erzfeind. Da sind wir wieder. Es sieht so aus, als würde diese Geschichte so enden, wie es schon immer geplant war. Nur mit dir, mir und dem Geheimnis. Nicht ganz. Ich nehme an, dass es mir nichts nützt, darauf hinzuweisen, dass du schon wieder schummelst. Ich habe deinen Einfallsreichtum unterschätzt, Threepwood. Aber am Ende siegt immer die Gewalt. Du solltest es einmal ausprobieren. Viel Glück damit. Sie ist gut gemacht. Ich habe eine ganze Minute lang alles versucht, was mir einfiel, und ich habe keine Delle hineingekriegt. Natürlich nicht. Das Geheimnis kann nur in einer zeremoniellen Kammer tief in den Eingeweiden von Monkey Island gelüftet werden. Es wäre schön gewesen, das vorher zu wissen. Es freut mich, dass du mit dem Wissen lebst, wie nah du dran warst, es zu bekommen, bevor ich es dir weggenommen habe. Deshalb habe ich beschlossen, dich nicht gleich zu töten. Außerhalb dieser Tür ist der Deal nicht mehr gültig. Denk nicht einmal daran, mir zu folgen und zähl bis 100, bevor du das Gebäude verlässt. Okay. Ja, dann sag ich jetzt 100. 100! Guybrush! Oh oh. Whitebone sagt, sie hat dich reinkommen sehen. Geht es dir gut? Nein. Ich meine, ja.
Es geht mir gut. Willst du darüber sprechen? LeChuck hat das Geheimnis und ist auf dem Weg zu den Innereien von Monkey Island. Die Höhlen unter dem großen Affenkopf? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns auf dem Weg reden. Sie ist gar nicht sauer. Es gibt einen Teil 5. Oh, schön. Oh, bin ich froh. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich bin gerade richtig fröhlich. Das schien ein besserer Weg zu sein, als den Zaubertrank herzustellen. Das nächste Mal muss ich mir auf jeden Fall Notizen machen. Ja, ich hoffe nur, dass es die ganze Mühe wert ist. Welche Mühe? Das war einfach. Ich rede nicht von der Reise, sondern von der ganzen Arbeit, die du im Vorfeld geleistet hast. Ganz zu schweigen von der Spur der Zerstörung, die du hinterlassen hast. Aber sie ist es anscheinend nicht sehr, sehr böse. Aha. Okay. Natürlich. Ich bin ein Pirat. Es ist Teil des Lebensstils. Es kann trotzdem überraschend sein, wenn du es in der Praxis erlebst. Odina hat mir eine aufregende Geschichte über die Ereignisse auf Bermuda erzählt. Anscheinend hast du es geschafft, ein unbezahlbares traditionelles Artefakt und die Regierung einer ganzen Insel in nur 5 Minuten zu zerstören. Das ist ziemlich beeindruckend. Sogar für dich. Ja, bin ich schlecht, ne? Auseinandergefallen, es hat länger als 5 Minuten gedauert. Ja, das stimmt allerdings. Ja, es hat viel länger als 5 Minuten gedauert. Ich musste erst einen Haufen Wettbewerbe gewinnen. Ja, Odina hat mir deinen Witz erzählt. Au! Ziemlich lustig. Odina glaubt auch, dass du bei deinem Algebra-Test geschummelt und versucht hast, sie zu vergiften. Naja, es war kein Gift. Genau, es war scharfer Pfeffer. Ja. Ja. Ich habe Rätsel gelöst. Wenn solche Situationen auftreten, gibt es nur einen Weg, sie zu lösen. Ach ja? Übrigens glaube ich, dass du jetzt auch zum Königshaus gehörst, da du mit mir verheiratet bist. Ich dachte mir heute Morgen, dass etwas anders ist. Aber ich war gerade bei deinem unbekümmerten Lebensstil. Wusstest du, dass das Museum für Piratenkunde geschlossen wurde? Was du nicht sagst. 2 der preisgekrönten Exponate sind verschwunden. Seltsamerweise stand nur ein Name im Gästebuch. Ach ja, das ist ja auch merkwürdig. Ja, stimmt. Das war die einzige Möglichkeit, das gesunkene Schiff zu finden. Du hättest das Schiff geliebt, Elaine. Es war großartig. Jetzt ist es irgendwie auseinandergefallen. Aber das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Der Schlüssel steckte fest. Haha, davon hatte ich noch nichts gehört. Herman Toothrot ist auch ein bisschen sauer auf dich. Er sagt, du hast seinen Schlüssel genommen und ihn in einer dunklen Höhle zurückgelassen. Ob das hier alles mir wie gleich negativ angelastet wird, was ich hier beantworte? Ich weiß nicht. Ja. Ja, komm. Irgendwann hätte ich die Behörden informiert. Aber es klingt, als hätte sich das schon von selbst erledigt. Es wird dich freuen zu hören, dass er es rausgeschafft hat. Ich habe ihn selbst gerettet. Ich bin froh, das zu wissen. Danke. Erinnere mich daran, warum wir über all das reden. Ich mache mir nur Sorgen, dass das Geheimnis den Anstrengungen und der Vorfreude nicht gerecht werden kann. Was genau erwartest du zu finden? Tja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein kleines Abschiedsbabla wird, dass noch ein bisschen was kommt. Reichtümer, Ruhm, Wissen, Verständnis, ich habe keine Ahnung, spielt das eine Rolle? Oder ja. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Deshalb ist es so wichtig, dass ich es finde. Nun, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Ja, ein Geheimnis ist halt kein Geheimnis mehr, wenn man es kennt, ne? Das ist halt schade danach. Aber trotzdem ist man ja neugierig. Auf geht's. Genau wie in alten Zeiten. Bist du bereit für die Höhlen? Ja, damals war halt der Chucks Geisterschiff da unten, ne? Da ist übrigens tatsächlich noch der große Q-Tip hier im Ohr, geil. Ich erinnere mich an sie. Es gibt Pilze, große. Ich erinnere mich an sie. Voller Lava, winziger Vorsprünge. Ich hasse Labyrinthe. Ja, das stimmt allerdings. Ich hasse Labyrinthe. Wir alle hassen Labyrinthe. Ich liebe Labyrinthe. Nun ja. Geh schon mal vor, Schatz. Ich hol dich ein. Okay. Tja. Wieder mal hier unten. Oha.
Ja, das riecht schon nach Finale jetzt, ne? Wally! Hey, Wally! Wie hängt es sich so? Wally, was ist passiert? Als ob du das nicht wüsstest. Naja. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe gesehen, dass dein Büro durchwühlt wurde. LeChuck kam wütend in den Laden gestürmt, weil er dachte, ich hätte ihm eine Mobkarte statt einer Karte zum Geheimnis gegeben. Ja, das ist wirklich ein Rätsel, wie das passieren konnte. Mhm. Danke für die Seekarte. Das war echt nett und ich schulde dir etwas für all die Arbeit, die du umsonst gemacht hast. Schön, dass sie dir gefällt. Wie wär's, wenn wir ihn retten? Die Mobkarte, die du für mich gemacht hast, war ein Volltreffer. Ach ja, stimmt ja. Ich habe dir eine Mobkarte gemacht. Moment, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Warum wird der gute alte Wally jedes Mal, wenn sich unsere Wege kreuzen, entführt und gequält oder noch schlimmer? Die Geheimnisse, wie das Universum funktioniert, werden wir vielleicht nie erfahren. Ja. Ich wünschte, ich könnte dich aus diesen Fesseln befreien. Da sind wir schon zu zweit. Wie hängt es sich so? Im Ernst? Das ist der Witz, den du jetzt machst? Ich probiere neues Material aus. Gib deinen Hauptjob nicht auf. Okay. Ich würde gern bleiben und plaudern, aber ich muss mir das Geheimnis holen, bevor LeChuck es tut. Klar, renn ruhig weg. Wally kommt schon klar. Er tut mir ja auch ein bisschen... Die Fesseln öffnen? Hallo? Dann fällt er in die Lava, oder? Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Können wir vielleicht... wo ist unsere Lupe? Es ist ein bisschen spät im Spiel für so etwas. Okay, geht also nicht. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Was haben wir da für Schlüssel? Torschlüssel? Der geht wohl nicht, ne? Dieser Schlüssel passt nicht. Okay, wie wär's mit dem Schlüssel? Dieser Schlüssel passt nicht. Können wir die kombinieren? Nee. Mit der Feder vielleicht? Nee, das will nicht. Mit dem Angelhaken? Hätte auch mal klappen können, ne? Wieso ist es ein Köder, kein Angelhaken? Ja. Ja, aktuell weiß ich noch nicht, wie wir ihm helfen können. Ja, ich könnte es nochmal mit dem Messer probieren. Das wird aber... Obwohl... Moment. Das Schloss knacken. Das endet nie gut für das Messer. Na gut, aber gut, ich habe alles Mögliche probiert, was vielleicht Sinn ergeben würde. Wir versuchen dich zu retten, Wally, keine Sorge. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Ich hoffe, dass es nicht wirklich in einem Labyrinth endet. Eieiei. Ja, warum habe ich nicht in Florida gebaut? Es ist übrigens John Hammond aus Jurassic Park, falls ihr euch ständig fragt, warum ich das immer sage. Flappe, du bist wach. Nicht mehr lange. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass du einen Fehler machst. LeChucks Besessenheit verschlingt ihn wie ein Frosch, der eine Tarantel verschluckt. Du willst nicht dabei sein, wenn er die Truhe öffnet. Vielleicht hilft er mir ja nochmal. Ja. Richtig. Ich will da sein, bevor er sie öffnet. Ach, ihr beide habt einander verdient. Oh, okay. Ja, so ist es richtig. Lauf! Er versucht uns noch zu warnen, immerhin. Ich glaube, dass er uns gar nicht so mies findet. Eigentlich mochte ich die Crew ganz gerne. Bis auf Galle, das war ein Idiot. Nein? Ich kann da unten nichts sehen. Da ist eine Menge Lava. Wir können ja nicht runterspringen. Müssen wir uns noch präparieren vorher? Hm. Oh, der Krug ist jetzt leer. Ich hab's aber noch nicht ausgetrunken gehabt. Schlüsselkarte ansehen. Können wir das Gedicht nochmal aufsagen? Vielleicht als Geist? Ach, geht nicht mehr, schade. Weil ich habe gedacht, als Geist? Doch. Ich glaube, es hat keinen Saft mehr. Ja, wir können nicht einfach runterspringen. Okay, komm. Also, los geht's. Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich getan? Oh, ich habe echt gedacht, wir sind jetzt vielleicht... bisher konnte man auch nie in Monkey Island wirklich sterben, aber... Ja, war das immer das erste Mal. LeChuck, ich komme dich holen! Es ist ein Labyrinth, oh Gott. Ich komme dich holen! Verdammt, seist du, Threepwood!
Ich hätte dich bei den ersten 58 Malen loswerden sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Du wirst es niemals lebend hier runterschaffen. Ich will nur einmal, dass es einfach ist. Was steht denn da? Nur der zur Ordnung bereite Pirat wird bestehen. Aha. Das klingt so ein bisschen an Indiana Jones 3. Diesen Weg versucht der zur Ordnung bereite Pirat. Ordnung. Kann man... Ordnung. Ja, links oder rechts. Ich weiß nicht, if... Ordnung. Das Recht sorgt für Ordnung. Deswegen vielleicht rechts. War nur so ein Gedanke. Ich weiß es nicht. Könnte ja sein. Die lustigen Affen ansehen. Er sieht stolz aus, ein Affe zu sein. Und er hält normalerweise was in der Hand. Da ist was. Ein Kieselstein. Es sieht aus wie ein Goldstück, ist aber aus Stein. Nehmen wir mal mit. Können wir dem Affen irgendwas in die Hand... Wir haben keine Schwert... Eine Zahnbürste? Was können wir ihm in die Hand geben? Das Messer... Ja! Ja. Ich finde, das sieht gut aus. Oder sollen wir... Haben wir noch eine Banane oder so? Nee, ich denke, dass das mit dem Messer ganz gut aussieht, oder? Gibt es da irgendwas Sinnvolleres? Ich glaube nicht. Nö, wir lassen das mal so. Ich finde das gut. Aber das hilft uns jetzt nicht, ne? Es gibt auch keine weitere Plakette, glaube ich. Ich gehe mal rechts weiter. Ah, okay. Ich taufe ihn Captain Schielauge. Dann geben wir dem doch mal die Monokel. Ich glaube, das ist korrekt. Das, oh, eine Münze, ja. Sind es verschiedene? Steingoldstück, Steingoldstück. Yep, es ist das Stein. Yep, es ist das Stein. Ja gut, gehen wir weiter. Den frustrierten Affen ansehen. Das kann ich nachempfinden. Das sieht aus, als würde er halt irgendwas zerschlagen wollen. Der könnte eigentlich das Messer gebrauchen, ne? Entweder ein Messer oder ein Hammer. Können wir nochmal zurückgehen? Warte mal, ich will mal gucken. Wir nehmen das Messer mal zurück. Und geben dem vielleicht den Humpen. Das sieht gut aus. Ja. Und ich glaube, dass der das Messer besser gebrauchen kann. Ja. Ich find's gut. Ich find's gut. Warum liegt jetzt in diesem Raum kein Kieselstein rum? Macht mich schon wieder ein bisschen stutzig. Wir gehen mal weiter. Kommt noch eine Figur? Tatsächlich, wir müssen wahrscheinlich jetzt alles Mögliche loswerden. Und der will wahrscheinlich den Papagei mit dem Cracker füttern, oder? Sieht, oder? Obwohl, der Papagei guckt ein bisschen erschrocken, ne? Hat der was im Mund? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Die Zahnbürste? Ne, die Zahnbürste kann man gar nicht auswählen. Dann vielleicht die Cracker. Oh... Oh, oh. Ach, deswegen Ordnung schaffen. Wir mussten dann alles... Okay. Ja gut, aber das war jetzt gar nicht so schlimm tatsächlich. Kommen wir wieder zurück? Ja, wir sind wieder zurück. Ja, das war doch in Ordnung. Gucken wir mal rein. LeChuck, das Geheimnis wird nie dein sein. Ich hasse es, Rätsel zu lösen mehr, als ich Freeboot hasse. Das Geheimnis wird nie dein sein. Freeboot, warum gibst du nicht einfach auf und gehst nach Hause? Okay. Einmal ist ein Zufall, zweimal ist verdächtig. Aber mir gefällt's, ich finde das ziemlich cool. Wie eine Steinmünze, ne? Yep, es ist das Stein. Was ist diesmal? Nur der zur Aufmerksamkeit bereite Pirat wird bestehen. Aufmerksamkeit. Ich gehe einfach mal wieder rechts rum. So. So, ein Typ mit einer offenen Schatztruhe. Captain Monkey Beard bewundern. Diese Schulterklappen verdienen ihre eigene Postleitzahl. Also da müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwas reinpacken. Was bewundern? Der hat eine Schatztruhe.
Die Augenklappe haben wir nicht mehr, ne? Nee, was? Streichhölzer, dieses Schild, Pfeffer, Kieselstein wäre auch Quatsch, ne? Die Broschüre. Wir haben auch nur diese eine Seite tatsächlich, mehr ist nicht. Pfeffer. Vielleicht das Tagebuch? Nee, darf ich auch gar nicht da reinpacken. Ein Schlüssel. Haben wir überhaupt irgendwas, was da reinpassen könnte? Die Limetten. Geisterhühnerfutter. Natürlich. Den Rahmen ansehen. Kann ich da noch was basteln? Ich könnte auch neue Bilder basteln, tatsächlich. Ich finde, dass wir das immer... So könnte man das doch mal machen, immer, ne? Ja, aber... Das geht auch so nicht. Das Gold! Oh. Ich glaube, dass das aber gar nicht verkehrt ist, weil das ist ja eine Schatztruhe, da muss der Schatz rein, oder? Ach so, die wollen alle Geld haben, ne? Der erste Schrubber. Die schlauen Augen lassen einen höheren Rang vermuten. Deshalb nehme ich an, dass es sich um den ersten Schrubber handelt. Aha, Münze? Es ist eines dieser steinernen Goldstücke. Moment. Yep, es ist aus Stein. Oh, wir haben kein anderes Geld mehr. Wenn das ein Schrubber ist, dann kriegt er doch eine Naja, ist keine Ahnung. Ja. Yep, es ist aus Stein. Sollen die vielleicht alle einen Stein bekommen? Ja, wir sind schon einmal durch. Geh doch mal rum. Die müssen wir zurücknehmen. Und dann packen wir da so eine rein. Ah, ein Auge, eine Münze. Ah, warte mal. Zwei Augen, zwei Münzen. Vielleicht. Keine Münze. Der hat die Augen zu. Kopf hoch, kleiner Mann. Du wirst es weit bringen. Ich fand die Idee jetzt nicht schlecht. Hat aber nicht gereicht. Den Gedanken fand ich jetzt gar nicht so doof. Also der erste hat ein Auge offen. Eine Münze zurücknehmen. Das ist was? Achso. Habe ich irgendwas noch nicht beachtet vielleicht? Zwei Augen, zwei Münzen. Ich finde das immer noch nachvollziehbar, was ich da gemacht habe. Zur nächsten Kammer. Keine Münze. Da sollte er auch zwei Augen. Nee, der kriegt nicht. Und hier habe ich eine weggenommen. Und wenn der vielleicht was anderes kriegt? Yep, es ist aus Stein. Und wenn wir halt vielleicht 3, 2, 1 machen müssen. Vielleicht kriegt der jetzt mal die Goldmünze aus irgendeinem Grund. Ich probiere noch mal ein bisschen rum, ne? Haben wir noch ein bisschen Zeit. Also da ist eine Münze drin. Dann gebe ich dem jetzt mal 3 Münzen, warum auch immer. So, der hat 3 Münzen jetzt bekommen. Der hat 2. Der hat gar keine. Dann kriegt der jetzt eine. Das war richtig. Allerdings weiß ich nicht, warum bei dem einen Affen 3 richtig waren. Das ist, na, wir können mal reingucken, ne, wo wir jetzt hinkommen. LeChuck, das Geheimnis ist mein! Du bist wirklich eine Niete in Sachen Rätsel, nicht wahr? Wie kannst du noch am Leben sein? Du wirst das Geheimnis nie bekommen. Ich werde bald meine Rache bekommen. Dann wirst du für immer verflucht sein. Und du wirst niemals entkommen. Du wirst verschwinden, ohne dass jemand je Geschichten von dir erzählen wird. Nein, ich werde zurückkehren.
aller guten Dinge sind drei, Threepwheat. Der war mies gerade. Okay. Das nächste Mal spreche ich leiser. Ja, wie wir hier weiterkommen bei der dritten Runde, das machen wir dann im nächsten Part. Auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht der nächste Part dann kurz werden wird, weil ich denke, wir sind jetzt wirklich mitten im Finale, dritte Rätselrunde. Und vielleicht kommt danach nicht mehr viel. Dann ist der nächste Part vielleicht ein bisschen kürzer oder wir sammeln vielleicht noch ein paar Karten, keine Ahnung. Wir gucken uns die Credits an. Natürlich möchte ich auch noch ein ausführliches Fazit ziehen. Aber wir werden uns dann versuchen, Zeit zu lassen beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei zum höchstwahrscheinlich letzten Part von Let's Play Return to Monkey Island. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.